Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Part von Iris and the Giant. Wir haben schon 60%. Das heißt, langsam, aber sicher kommen wir weiter. Okay, ich gehe wieder die Bonus-Dinger, weil ich habe das Gefühl, das läuft eigentlich ganz gut. Ich meine, das müssen wir ja nicht mehr machen. Und hoch. Eigentlich wäre es auch gut, wenn wir unseren genau, die wollte ich eigentlich. Ich hätte ganz gerne das und das. Und dann gehen wir hoch. 3B. Ich frage mich, wie viele Level es jetzt halt hier so gibt. Ich würde ganz gerne... Oh, eine Donnerkarte wäre jetzt richtig gut. Ich habe keine Karte zum Angreifen. Ich brauche Truhen. Ein Gegner versteinern, okay. Ich kann erneut spielen. Ah, ich darf nochmal, ja, stimmt. Dank der Verbesserung haben wir ja... Ich stehe ganz kurz. Wow. Was ist hier? Ich kann alle Pfeile meiner Hand spielen. Monster, die meinen Ex überleben, sind 2 Runden lang betäubt. Wenn eine Karte in meiner Tasche landet, dann nehme ich den. Pfeile. Wie viele sind betäubt? Ich will das hier nämlich noch haben. Damit können wir nämlich jetzt auch noch den, den Riesen. Komm schon, sei betäubt. Shit. Ich brauche eine Dingskarte. Wow, wie viele Verbesserungen wir einfach hier auch komplett haben. Ja, ich will aber nicht. Du hast noch 4 Sterne für Persönlichkeiten. Ach, du brauchst noch 4 Sterne. Ja. Wähle 3 Pfeile, Schwerter, Dings. Wähle Eisen, so. Tatsächlich gehe ich doch lieber mal den noch weiter hier.
Ich finde das halt voll interessant. Werden die Katzen getroffen? Ja. Katzen. Damit ich den größtmöglichen Schaden mache, nehme ich mal die. Was? Wieso hat der denn nicht funktioniert? Gerade sagen. Was ist das? Wenn ich eine Peitsche einsetze, stehe ich eine Karte. Die Gegner, diese Fähigkeit betrifft keine Gegner der ersten Reihe. Oh nein! Ich muss Karten ziehen! Dankeschön. Danke, dass ich auch mal Karten machen, benutzen durfte. Dann gehen wir mal weiter hoch. 6B. Wir sind bis Ebene 20 gekommen. Das dürfen wir nicht vergessen. Oha. Boah, jetzt muss ich überlegen. Schützt vor allem... Außer von magischen Karten. Also dann sind die eigentlich... Ich will aber schon die Katzen weg haben. Die Katzen sind schon echt dreckig. Donner nehme ich mit. Dings nehme ich mit. Bell nehme ich mit. Höh, dann gehe ich auch einfach weiter. Die zwei Schläge, das tankt die jetzt hier. Ah, wieder so ein Ding. Ich brauche auf jeden Fall einmal Schutz. Habe ich Gott sei Dank auch noch da. Muss leider. Oh nein. Ja, ich brauche was Gutes. Komm schon. Locken. Aber nichts, was wirklich hilft. Es hat den umgebracht, immerhin. Irgendwas, womit ich jetzt... Oh nein. Wenn ich eine goldene Sanduhr habe, erhalte ich eine Stelenkarte direkt auf der Hand. Aber das müsste ich noch hinkriegen. Gott sei Dank. Äxte. Ach, ich kann nur eine. Nehmen wir die Zuversichtskarten und gehen gleich weiter. Diese Kristalle symbolisieren den Mut in dir. Ja, das erklärt, warum ich nicht so mutig bin.
Warte, was hast du? Äxte. Feuer. Ich muss mich unbedingt heilen. Oh mein Gott, ich muss mich heilen. Eins darf ich noch. Ah, nein. Erneut versuchen. Komm schon. Es war so knapp. Ich darf nur einen. Die finde ich halt wichtig. Und die. Und den. So. Dann. Da einmal blocken. Ich brauche irgendwas Gutes, komm schon. Der reflektiert auch. Geht der jetzt kaputt? Der ist auch wieder da. Meinen Willen geachtet. Erneut versuchen. Komm schon, Iris. Wir waren so knapp davor hier. Augen, Donner. Läuft. Du, weil du so eine Sanduhr hast? Und du. Erstmal Schutz. Dann einmal Dings. Dann ist der nämlich weg. Dann hast du die Hunde wenigstens schon einmal. Feuer. Heilung. Der Hund kommt ja wieder. Blocken. Heilung. Dreckshund. Huhn. Drei. So. Oh.
Du hast einen größeren Dämon besiegt. Ich kann einen Dolch werfen. Alle 7 erhalte ich eine Axtkarte. Okay. Oh, weil Kristalle kriegen wir doch ein bisschen eher als Dings. Oh nein. Ach. So. Was? Wieso? Die sind ja gemein. Schwierig. Ich habe nichts Anständiges hier. Das ist aber schon die Treppe. Auch Angriffskarten. Sowas zum Beispiel. Die lief nicht schlecht. So, die hätte ich ganz gern. Hätte ich ganz gern hier noch. Hätte ich ganz gern. Hier noch. Und dann hau ich ab. 10B. Oh nein, nicht diese beknackten Piepmätze schon wieder. So, das ist schon mal eins. So, ich heile. Pass mal auf. Ich hab noch eine Schwertkarte. Wieso denn? Ich komme nicht weiter. Wieso darf der denn nochmal angreifen? Das verstehe ich nicht. Truhen. Bitte. Die scheiß Piepmätze. Ja. So, und jetzt? Der Vogel kommt aber nicht wieder, ne? Der macht mir Angst. Du kommst weg.
Damit kann ich leben. Kann ich jetzt hierfür. Boah, das war jetzt aber eine schwere Geburt. Mhm. Das ist wieder die Scheiße, ne? Donner hätte ich ganz gern. Pfeile hätte ich ganz gern. Ich habe so viele Fallenkarten auf der Hand und dann wollen sie mir sagen, das funktioniert nicht. Mal kurz heilen, weil ich nicht weiß, wann ich wieder hier dran bin. Oh, das wird fies. Kann ich kurz? Och, minus 15, ey. Was ist das denn? Ein Gegner betäuben. Ich kann erneut spielen. Lass uns bloß weiter hier. Was ist das? Schadenreduzierung ist auch immer praktisch. Kann nicht verkehrt sein. Ah, ja. Hier schon wieder. Ich verstehe das nicht, warum das nicht für alle gleich gilt. Ja, tot. Ich hatte einfach schlechte Karten, ganz ehrlich. Ich bräuchte halt so ein Wasserding.
I see it now. Deep within. Ja, der Typ. Der Typ. Was ist das? Der Dolch dieser Schlange senkt meinen maximalen Willen und ihr riesiger Spiegel. Dankeschön. Außer von magischen Karten. Ich habe keine magischen, also... Ich brauche coole Karten, Mensch. Wieso ziehe ich denn keine? Weil ich nur 4 maximal ziehen darf, ne? Ich brauche magische Karten. Jetzt kommt diese beknackte Wasserkarte, ne? Dankeschön fürs Sterben. Endlich. Truhen. Axt. Ich will die... Also manche Level sind gar nicht so einfach. Oh nein. Nein. Ach. Und ich habe nur so eine Dreckskarten hier. Falsche Richtung.
Truhen. Das hätte ich ganz gern, das hätte ich ganz gern. Das hätte ich ganz gern. Ja. Ich bräuchte eigentlich noch Leben, aber okay. Halt. Jetzt muss ich überlegen. Das wird jetzt wehtun. Sterbe ich? Ich sterbe. Aha. Spiel vorbei. Du hast einen neuen imaginären Freund. Na super. Aber sonst keine Erinnerungen. Na schön, wir machen hier beim nächsten Part weiter. Ich sag auf jeden Fall Dankeschön fürs Zusehen. Auf Wiedersehen und bye bye.